Okay, also herzlich willkommen. Heute mal was ganz Tolles. Ich habe hier nämlich wunderschöne Assistenten dabei. Ich darf vorstellen, die Marlene und der Elien. Sie haben Ferien. Ich habe mich vorhin auf eine Wasserbombe gesetzt. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns was überlegt. Und das machen wir jetzt die nächsten Wochen. Ich glaube, das ganze Jahr durch. Achtung, und zwar machen wir eine kreative Welttournee. Mit Knetbeton selbstverständlich. Und wir werden jedes Mal eine Woche, zwei, drei mit einem Land zu tun haben. Das heißt, wir beschäftigen uns, das ist ein kreativer World Week Event, ja, der Großen, also so wie du, so wie sie, so wie er, so wie ich. Und, also, ne, wie bist du, was sollen wir machen? Erklärst du mal, weil das können Kinder am besten. Wir werden eine Weltreise machen. Wir werden aus dem neuen Knetbeton 2.0 werden wir dann Sachen aus den Ländern, die in den Ländern. Genau, ne? Also angenommen, wir sind jetzt in Asien. Italien. Italien, genau. Dann machen wir was? Den Tiefendorfer Pizza. Das machen wir, genau. Zum Beispiel, ne? Und du? Gib mal einen Vorschlag. Ägypten, ja. Was machen wir da? Pyramide. Ich würde die Pharao. Sphinx, Pharao. Seht ihr, Themen sind da. Wunderbar. Also wir starten das Ganze locker flockig umgestellt hier auf diesem wunderschönen Knetbeton-Kanal. Mein Kanal, euer Kanal, dein Kanal. Und selbstverständlich mit Knetbeton, dem Original. Ja? Also das ganze Thema ist ganz wichtig. Jetzt müsst ihr natürlich auch ein bisschen was einkaufen. Ich kann euch nur empfehlen, großen Sack zu bestellen, ganz viele große Säcke. Und ja, damit wir natürlich mit den 2.0 richtig international gestalten. Ideen sind da. Wir fangen an mit Ägypten. Das haben wir einfach mal jetzt so festgelegt. Für das nächste Thema auf jeden Fall könnt ihr schon mal Vorschläge reinschreiben. Keine Sorge, wir gehen über die ganze Welt. Wir sind Multikulti. Ohne Barriere. Also, auf jeden Fall viel Knetbeton kaufen und schreibt doch schon mal zu Ägypten, was ihr sehen wollt, ne? Und dann legen wir los auf diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, oder?